Hey Leute, willkommen zurück zu Bioshock 2. Wir sind in der Rolle von Delta immer noch unterwegs durch die Unterwasserstadt Rapture, um unsere kleine Little Sister zu finden, unsere Eleanor, unser geliebtes, ja, Mündel eben, um das wir uns kümmern und das für uns Engel aussaugt. Ah, oh, sieht das nicht toll aus, diese Unterwasserwelt hier? Ich meine, es ist alles sehr verschwommen, aber mich stört das nicht. Und ich will mich mal genau hier umschauen, denn ich glaube, hier gibt es, ja, Speicher oder Kreaturen, die das Adam speichern. Sag ich's mal so. Ihr wisst ja noch aus Teil 1 die Schnecken, um die es da ging. Die Schnecken, die in den Little Sisters drinnen sind, diese ja, Meeresgrunddinger eben. Und die will ich jetzt hier sammeln, aber ich finde gerade keine. Ja, da ist da auch was. Ich glaube, hier gibt es noch gar keine, oder? Also später gibt es welche. Nur jetzt noch nicht. Das ist irgendeine riesige Kreatur. Ich will es gar nicht genau wissen. Das ist übrigens auch neu, dass wir auf dem Meeresboden entlang wandeln. Das ging ja vorher nicht mit Jack. Der hatte ja keinen Taucheranzug. Wow. Verdammt, sieht das geil aus. Willkommen in Rapture, der schönsten Stadt der Welt. Da könnten Sie fast sogar recht haben. Es ist atemberaubend. Ich finde es richtig super, dieses Spiel. Alleine optisch hat es so viel mehr als manch anderes Spiel. Atlantic Express. Oh, da ist er wieder. Die blöde Kuh. Die Big Sister, die uns angegriffen hat, das freche Vieh. Mal gucken, ob wir die nicht irgendwann kriegen. So, dann würde ich sagen, wir machen erstmal hier alles begehbar. Oh ja. Ach, die Musik ist so schön. Na egal. Ich werde es überspringen. Tut mir leid, wenn ihr die Musik hören wollt. Es gibt auch einen Soundtrack, glaube ich. Ach, du kommst zu mir, wie die Kinder gesagt haben. Komm hoch zur Bahnstation. Ich bin im Ticketschalter. Wenn du mir hilfst, verrate ich dir alles, was ich weiß. Ja. Was ich übrigens noch nicht erwähnt habe, es gibt auch hier, wie in Teil 1, ein Moralsystem. Und wir können entweder ein gutes oder ein schlechtes Ende am Ende erspielen. Ich werde natürlich wieder beide zeigen, so wie auch in Teil 1. Aha. Nur muss ich dafür wahrscheinlich das ganze Spiel oder zumindest ab einer recht späten Stelle im Spiel dann wieder einsteigen und alles nochmal spielen. Aber das sollte kein Problem sein. Wartungseinrichtung von Atlantic Express. Ich höre irgendwas glitzern. Hört ihr das? Dieses Kling, 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 Kling. Ich werde jetzt auch nicht alle Schilder vorlesen. Na, Kumpel. Nun, die meisten Überlebenden sind so. Splicer. Sie sind jetzt drogensüchtige, bösartige Raubtiere. Ah, seht mal, da haben wir schon was Schönes. Ein Heckpfeil, aha. Das ist nämlich ganz was Neues, Leute. Im ersten Teil habe ich schon erwähnt, dieses Röhrenzusammenstecken, das kann ja sehr ermüdend sein. Hier können wir das jetzt Ganze ein bisschen komfortabler gestalten. Und zwar mit dem Werkzeug können wir auch die Maschinen wieder auf unsere Seite bringen, sowie auch Geschütztürme, Automaten, Kameras und so weiter. Ich hack das mal eben. So, jetzt müssen wir einfach nur E drücken. Das hört sich einfach an, ist es auch. Und zwar in diesen grünen Schaltflächen. Und schon ist es geschafft. Das wird natürlich später noch ein bisschen anspruchsvoller, also denkt nicht, dass das so einfach wäre. Nein, nein, nein. Das wird noch richtig schwer, vor allem weil sich der Zeiger immer schneller bewegt. Aha. Jetzt muss ich das mit B machen, ist ein bisschen ungewöhnlich. Wenn wir es übrigens mit Blau schaffen, glaube ich, dann sind sie stärker. Hey, Kumpel. Aber die sind noch genauso nervig wie vorher, glaub mir. Wir werden wiedergeboren.
Die fliegen mir andauernd im Weg rum, diese Dinger. Ist nicht schön. Mann, ist das geil, einfach nur. Wow. Alles klar, du Penner. Ich glaube, Kopfschüsse machen sogar mehr Schaden, aber bin mir nicht ganz sicher. Hier spricht Dr. Sophia Lamb. Andrew Ryan ist tot, aber der Tyrann steckt in uns allen. Denk daran, wir lehnen das Gen ab. Wir lehnen das Ich ab. Wir lehnen den Tyrannen ab. Sind sie nicht Schönheiten, diese Splicer, alle miteinander? Ja, wunderschöne Kreaturen. Die große Kette rasselt. 3 kurze Jahre seit der Gründung und schon schreien sie nach einem Programm für mentale Hygiene. Da dreht sich mir der Magen um. Psychiatrie ist nicht Medizin. Psychiatrie ist Kaffeesatzleserei für Idioten, die zu viel Geld haben. Man sagt mir, die Menschen reagieren gereizt auf das Fehlen des Sonnenlichts. Ob ihnen die staatliche Zensur wohl auch fehlt? Die Beschlagnahmung von Privatbesitz in Kriegszeiten? Oder die Geheimpolizei, die sie nachts abholt? Wie auch immer, diese Lamb soll die Beste auf ihrem Gebiet sein. Schön. Wenn sie es hinkriegt, dass die schwächsten Glieder der großen Kette aufhören zu rasseln, soll sie ihren Willen haben. Den kennen wir auch noch, natürlich. Aber er ist ja tot. Deswegen wird er ja leider nicht mehr auftauchen, außer in Form von Tonbändern. Kann man nichts machen. Ich kenne dich. Das Symbol auf deiner Hand heißt, du bist ein toter Mann. 10 Jahre ist es jetzt her, Delta, seit du dir eine Waffe an den Kopf gehalten und abgedrückt hast. Aber nur Mut. Aus deinem Schmerz erblühte das Paradies. Ich weiß nicht, wie du überlebt hast, aber dein Leid hat ein Ende. Diese Männer werden dich von allem erlösen. Bitte versteh, wie alles, was ich tue, dies ist ein Akt der Liebe. Sophia Lamb, sie hat dich gefunden! Oh Mann, diese Mistkerle! Au! Blöde Kur. Ich will hier raus. Puh. Also Wasser ist mir dann doch ein bisschen lieber als Feuer. Nur mal so am Rande. Ja, Lamb, unsere Widersacherin. Das ist so der Hauptgegner, kann man fast schon erkennen, oder? Ja, kann man. Das sieht alles mit diesen Partikeln so ein bisschen unersichtlich aus, wo es denn weitergeht. Oh, guck mal. Muscheln. Kann ich da nicht irgendwas drin finden? Nein, vielleicht auch nicht. Oh. Jetzt kennst du unseren gemeinsamen Feind, Sophia Lamb. Durch die Kamera in deinem Helm kann ich alles mit deinen Augen sehen. So kann ich dir helfen, gegen sie zu kämpfen. Das Jeanette. Oh, das Wasser. Es sieht so gut aus. Und wir können wieder kämpfen. Das ist schön, ne? Ja, unter Wasser ist uns das leider nicht möglich, aber zum Glück auch nicht notwendig. Glaube ich. Ach, guck mal, der Schmetterling. Nur aus Handabdrücken. Ganz schön krass eigentlich. Haben wir da was? Oh, eine Kamera. Ja gut, brauche ich eigentlich machen, aber... So. Es geht auch so. Jetzt greift sie nämlich unsere Feinde an. Ja, das war jetzt ein Reflex mit dem Elektrobolt. Ich weiß auch nicht, das kenne ich ja noch von früher. Da musste man das immer tun. Es war auf jeden Fall empfehlenswert. Vorsicht! Die Sicherheitskameras gehören Lamp. Aber wenn du clever bist, können sie dir nützlich sein. Bin ich. Blöder Sicherheitsbot, da fliegt er wieder vor mich. Habt ihr das gesehen? Das meine ich. Die Typen, ja. Die Dinger, die sind einfach absolut nervig. Aber ganz nützlich eigentlich, weil sie ablenken und
zumindest kurz das Feuer auf sich ziehen. Aha. Oh. Ein unglückliches Strichmännchen, gibt's sowas. So, dann wollen wir uns mal weiter umschauen. Hier gibt's immer eine Menge Zeug zu finden. Ihr kennt das ja aus dem ersten Teil. Man sollte immer die Augen offen halten. Und natürlich auch diese geheimen Waffen, aber dazu komme ich ja noch. Oh. Vater, ich bin es, Eleanor. Ich weiß, du bist wach da drin. Ich spüre es. Mutter kann nicht noch einmal ihr grausames Spiel mit dir treiben. Nie mehr. Dieses Plasmid ist für dich. Wenn ich mich nicht irre, kannst du es jetzt verwenden. Bitte, komm mich suchen. Okay. Ich vertraue ihr mal. Immerhin ist es meine Tochter. Telekinese. Hebe große Objekte allein mit der Kraft deiner Gedanken auf und wirf sie auf deine Gegner. Was muss man sonst noch wissen? Ja, gar nichts, ne? Und wir haben gleich 3 Slots zur Verfügung, nicht nur 2, glaube ich, im ersten Teil. Ist cool. Bewerfen Sie den Gegner mit Objekten. Sie können sogar Granaten abfangen und zurückwerfen. So sieht's aus. Ja, das weiß ich doch. Ich glaube, ich kann das mit F1 und F... Genau, mit den F-Tasten kann ich das ändern. Was? Nur 5 kann ich aufnehmen? Das ist ja doof. Oh. Ja, hätte ich jetzt aufnehmen und zurückschmeißen können, aber... Ich meine, für was, ne? Ich esse das lieber. Nom, nom, nom. Ja, ist ja gut jetzt. Komm. So. Das blöde Teil spuckt mich einfach mal voll mit Dosenfleisch. Sie kennt den Weg. Au, hau ab! Du verdammter Roboter, jetzt mal ehrlich. Das Teil, das taugt echt nichts. Wow. Diese Roboter, die fliegen mir nur im Weg rum. Im Zweifelsfall hätte ich mich jetzt beinahe sogar selbst abgeschossen. Nur eine Marotte. Undankbares Pack. Ohne mich gäbe es kein Rapture. Der Atlantic Express war von Anfang an die Lebensader dieser Stadt. Ryan hat seine erste große Stadtrundfahrt in meinem Prachtwaggon unternommen. Dann kam die private Tauchkugel groß in Mode. Innerhalb eines Monats waren meine Bahnhöfe verwaist. Die Stadt wuchs und schob den Atlantic Express aufs Abstellgleis. Habt ihr die Stimme erkannt? Was ist das denn? Wo kommt das her? Musik. Ich weiß noch gar nicht genau, wo ich hingehen muss. Ich werde mich mal kurz umschauen. Ja, die Karte kennt man natürlich auch schon, aber sie ist ein bisschen detaillierter, finde ich. Das ist nicht mehr ganz so undurchsichtig wie früher. Ich gehe erstmal in die Cafeteria. Mal sehen, was es da Schönes gibt. Ich habe schon wieder keinen Platz. Mäh, alles voll. Oh, schön. War das mein Schatten? Okay. Schöne Musik. Ich will ja gar nicht so viel reden, wenn Musik läuft. Oh oh. Ryan gegen Lamp. Realität. Weiß ist nicht schwarz, Dr. Lamp. Unten ist nicht oben und Stroh ist kein Gold. Sehen Sie sich um. Rapture ist kein Wunder. Es ist ein Produkt des Verstandes und der Logik. Unmöglich, wenn 1 und 1 nicht 2 ergibt und A nicht gleich A ist. Und doch, für sich alleine ist jeder Mensch ein Gefangener seiner Vorurteile, Träume, Wahnvorstellungen oder der Phantomschmerz amputierter Gliedmaßen. Für den Einzelnen sind sie vollkommen real.
Realität ist Konsens. Und die Menschen verlieren ihren Glauben. Gehen Sie mal spazieren, Andrew. Es regnet in Rapture. Und Sie haben einfach beschlossen, es nicht zu bemerken. Ja, so sieht's aus. Ah, die beiden, die haben anscheinend schon länger ihren Zwist gegeneinander, aber es sieht fast so aus, als hätte Lamp gewonnen, weil Ryan... Ryan ist ja tot, ne? Ja, Sophia, Lamp hat die Splicer auf dich. Die meisten Big Daddy sind wie Sklaven für sie. Sie bewachen die Kleinen. Aber dich hat jemand aufgeweckt. Alte Ziege. Macht sie einfach das Teil kaputt. Hallo? Habe ich da nicht durch? Achso, ich bin so ein Eumel. Nein, das will ich machen. Aber jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz für neue Plasmide. Also Eve. Ich weiß um deine Bindung an Eleanor Delta. Um dich selbst zu retten, willst du zu ihr. Aber Eleanor hat eine Bestimmung. Und du kommst darin nicht vor. Im Paradies ist kein Platz für dich. So, so, das meinst du. Kenne die Bestie. In der ethischen Psychiatrie müssen wir die Rolle der Evolution bedenken. Depressionen, Panikattacken, sexuelle Störungen. Alles Reaktionen auf den uralten Druck der natürlichen Auslese. Das Ironische ist, genau dieser Theorie wegen haben Ryans Leute mich hierher eingeladen. Sie missverstehen meine Studien der Naturgesetze als Verherrlichung des Faustrechts. Denk immer daran, Eleanor. Man muss die Bestie kennen, bevor man sie töten kann. Naja. Alles ein bisschen radikal, ne? Aber irgendwie kann man auch ein bisschen was immer nachvollziehen, was dann so in ihren Köpfen vorgeht. Oh, seht mal, das sieht ganz anders und schicker aus, diese Automaten. Aber ich muss nichts hacken und auch nichts kaufen, von daher. Aha. Wow. Blöde Ziege. Schnell, geh zum Aufzug. Ja, ist ja gut. Oh, oh. Au. Au. Penner. Ich wollte eigentlich die Granate zurückschmeißen, aber irgendwie... Ja, du gibst dein Bestes, Kumpel, ist schon klar. So, werden wir das mal eben hacken, das Teil. Manchmal erfordert es auch ein paar mehr Schritte, dass wir die Kamera auf unsere Seite kriegen. Aber, ja. Ging schon, ne? Warte mal, ich werde das mal kurz... Zack. Und jetzt kann ich mir die Nieten auch aufheben. Ja, das Kampfsystem. Es ist am Anfang noch sehr anspruchsvoll, sage ich mal, gegen mehrere Gegner. Später wird es natürlich um einiges leichter, weil bekommen wir auch noch mehr Hilfsmittel. Na, ja, komm schon. Es ist so gut, die einfach mal aufzuspießen. Bisschen anzubohren und so. Na, brauche ich auch nicht. Ich meine, auch wenn das Hacken hier sehr schnell geht, ich will auch nicht zu viel Zeit damit verbringen. Muss ich auch gar nicht, das ist das Schöne. Nö. Oh, wow, 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 wow. Ihr habt alle eine Klatsche, macht mal, was ihr wollt. Gut, also, die Kinder hier haben mir erzählt, du bist ein sehr alter Big Daddy, lebenslang gebunden an eine einzige Little Sister. Wenn du zu lange von ihr weg bist, stellt dein Körper seine Funktionen ein, wie wenn man ins Koma fällt. Solange das Mädchen hier in Rapture ist, sitzt auch du hier fest.
Der Name deiner Kleinen ist Eleanor Lamb, die Tochter von Sophia. Das ist, denke ich, der Grund, weshalb Lamb dich hasst. Eleanor wird in Fontaine Futuristics festgehalten, auf der anderen Seite der Stadt. Du musst dorthin und sie befreien, bevor es zu spät ist. Kein Problem. Sie ist mein kleiner Augapfel. Ist ja gut. Schrei halt nicht so lang, du. Schreckschraube. Seht es euch halt an, da würde ich auch schreien, glaube ich. Oh, Fallennieten. Ja, es gibt auch hier Fallennieten, also beziehungsweise die Möglichkeiten, Fallen zu legen. Gab es in Teil 1 schon, aber erst sehr spät, als wir die Armbrust hatten. Hier haben die eben dieses Aussehen, wie ihr seht. Ich weiß gar nicht, kann ich die so auslösen? Oh verdammt, jetzt habe ich da eine hingesetzt. Ich wollte die doch eigentlich... Oh Mann. Kann ich die nicht irgendwie da wegkriegen, die Dinger? Ich habe keine Ahnung. Aber Leute, ich werde auch mal hier eine Pause machen. Ihr wisst Bescheid. Hat es euch bisher gefallen? Haut doch die Daumen raus. Wenn nicht, einen Daumen runter. Sagt mir, was ich verbessern kann. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder bei BioShock 2.